Hallo, Donnerstagmorgen haben wir es. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal wieder mein Tieflader. Habe ich ja die letzten anderthalb Tage so gut wie gar nicht gemacht. Gestern gar nicht. Am Dienstag nur eine Tour morgens. Mittwochs auch nur eine Tour. Ne, zwei. Sorry, ich nehme alles zurück. Ja, morgen fahre ich lieber, fahre hoch nach Frankfurt, lade dort einen 934, fahre dann runter in die Niederlassung Ludwigshafen, lade dort noch Werkzeug, ich glaube einen Hammer, und dann geht der Bagger nach Jettenbach in den Steinbruch. Ob der direkt an die BAG geht, BAG, BVG, wer auch immer, oder ob da eine Firma vor Augen, ist trotzdem so groß geschrieben, ich kann es trotzdem nicht lesen. Hammer, ja. Der Kunde ist die Basalt AG. Ja. Mal gucken. Wird mir Löffel lege ich mir auf den Hals. Jetzt kommen wir 5 Tonnen. Ja, das geht noch. Mit dem Löffel. Und dann gut. Und die Ludwigshafen, wenn ich dann den Hammer nehme, den mache ich dran an der Bagger. Gehe ich mal aus davon. Sollte passen dann mal. Jetzt erstmal hochfahren nach Hunkfett. Ein bisschen Lenkdruck geben. Das ist meine Bremse. Der Kollege fährt gerade raus. Nee, meine war noch gar nicht oben. Meine war noch gar nicht oben. So, mach schnell die Tore zu und dann geht's los. Ich habe geplant, ein bisschen geändert. Hab mir gedacht, warum soll ich mit dem Bagger hin und drauf quer durchs halbe Land quasi fahren. Ich fahre jetzt erst Ludwigshafen vorbei, hole dort den Hammer, nehme den mit hoch nach Frankfurt und dort lade ich dann den Bagger. Macht. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber für mich macht es mehr Sinn irgendwie. Ich muss ja nicht mit dem Bagger, wie gesagt, durchs halbe Land cruisen, nur um hierher zu kommen und später dann einen Hammer zu laden. Mache ich das jetzt so rum. Ich hoffe nur, dass der Hammer da ist, dass der Hammer fertig ist. Steht keine Uhrzeit drauf, also ich gehe davon aus, dass der abholbereit ist.
mache ich das so. Bin ich am Zwickerli. Löffel habe ich auf dem Hals. Hammer habe ich erst überlegt, ob ich den am Bagger dran lasse. Aber ich glaube, da hätte ich den Arm nicht tief genug runterbekommen. So sollte das gehen dann mal. Ich hänge jetzt noch zusammen. Na, Uwe. Alles klar. Danke. Ciao. Ich ja dahinter, aber ich glaube jetzt hierher, wo der Radlader steht. Setz sich hier auf. Geht. Dass hier jemand fahren will. Bleib hier einfach stehen. Halt doch die Klappe jetzt. Entschuldigung. So. Also doch nicht hier abladen, soll aber mit runterfahren. Also irgendwas stimmt nicht. Warum hebt denn der nicht so hoch? Oder warum hebt denn der überhaupt nicht hoch? Ich schlug hier gerade so drüber. Hier gerade so drüber, das ist doch nicht normal. Oh, geht. Okay. Ich hab kein Licht an, Depp. Ich hab kein Licht an, Depp. Da runter werde ich mal abladen, okay. Damit kann ich leben. Gesenkt, ne? Na, ohne gesenkt. So, sind die weg hinten dran, ja? Kollege, gut. Bleib ich hier stehen.
Jetzt ist es halt aufgehört zu regnen. Gucken, ob ich hier vorne rauskomme. Jetzt fahre ich davor, lade den 938, weil der steht. Halt, muss an der Strom lenken. Gut, Mann. Hier. Ich hoffe, man erkennt es. Wie gesagt, ich wollte eigentlich filmen, aber ich war mir halt nicht sicher, ob ich das jetzt darf, wenn die beiden Kollegen da sind. Fahre ich so raus wieder. Ich glaube, ich fahre eine Falle raus. Der ist auch der Radlader hochgefahren vorhin, also denke ich, kann ich da auch hoch. Also nicht, weil der Radlader hochgefahren ist, sondern wir müssen ja auch Kippsattel runter zum Laden. Ich denke, das ist der einfachste Weg. Schranke, da könnte ich auch rausfahren. Bin ich auch schon mal rausgefahren. Vor Jahren. Hier durch. Ja, scheint so. Ich glaube, der andere Weg wäre doch der bessere gewesen. Ich blieb Klaue hier. Sprit. Ich hätte können hier durchfahren. Naja, egal. Ist jetzt so. So. Ich schrub grad. Wenn der Hammer aussieht, ob ich zur Abwechslung mal drehen könnte da drin. Wenden könnte im Wendehammer. Muss ich den ganzen Weg hier wieder rückwärts raus. Mit dem Bagger drauf. Das kann ich auch mal hier bei der Spedition fragen, ob ich hier drin drehen darf schnell. Drehen kannst du schon wieder knicken. Also, es gibt wirklich ohne Worte. Der Bagger steht noch. Oh, hier kann ich nicht.
möchte noch nicht immer rückwärts rennen, ne? Aber jetzt reicht es aber auch nicht warum. Mit Sicherheit nicht. Jetzt reicht das auch nicht für rum. Weil sie ein bisschen weiter weg stehen würde. Bauzaun offen, aber auf die Wiese werde ich gar nicht Farbe brauchen. Wenn hier nichts stehen würde, ne? Würde das wunderbar passen. Naja, ah, der Bauzaun ist nicht weg, der Bauzaun liegt. Ein
nur noch das Loch treffen. Dreht sich alles nur ums Loch treffen im Leben, oder? Ach, das wird jetzt, ich glaube nur, dass das klappt. Lasse ich mich jetzt nur darauf, dass ich die rot-weiße Barke irgendwann wackeln sehe. Wenn ich dran stehen sollte. Ja, scheint zu gehen. Seite fahren. So. Geh abhängen. Halb fünf, bin schon Sembach von der Autobahn. Ich es gerne hätte. Alles gut. Nee. So, mal gucken. Ach, guck mal hier, genau der Alufelge. Oder sind sie einfach nur lackiert neu? Ich weiß nicht, ob ich. Das sind Alu. Ich weiß nicht, ob ich. Ist jetzt nicht böse gemeint, ja? Aber wenn ich mir die Autos angucke von den Kollegen hier. Ich weiß nicht, ob ich einem da Alufelgen geben würde. Mir ist Geld zu schade. So, also. Normal wäre hier im Kreisel noch eine Ausfahrt weiter, die Einfahrt in die Firma. Aber muss eins nebendran. Wenn ich das richtig verstanden habe. Über den Bordstein. Hier rein oder muss ich oben rein? Ich denke doch hier rein, oder? Oder? Ah ja, da vorne steht's Bus, ja. Ich sehe ihn. Gut. Da vor der Lampe ist eine Einfahrt, da müsste ich wohl irgendwie rein. Dreh rum, komm da. Oder käme rückwärts in Luft, käme rückwärts in Luft, oder?
kann man da rückwärts auf, aber ich weiß nicht, der Mercedes steht so blöd da vorne. Ich weiß nicht, ob es reicht. Noch ein Meter weiter. Ich bin zu weit rechts. Hoffentlich reiße ich mir jetzt nichts ab vorne. Voll durchs Grüne, hoffentlich liegt da nichts. Steht eine Stange, die habe ich gerade so gesehen. Hoffentlich ist noch alles dran. Ich glaube fast nicht, dass noch alles dran ist. So tief im Gras da vorne drin, im Augenblick. Erst Baumholder hoch wieder ins Lager Aulenbach. Habe ich vor meinem Urlaub, bestimmt eine Woche vor meinem Urlaub, wenn ich mich recht entsinne, habe ich da einen Bagger hergefahren. Der soll da wohl noch stehen. Haben wir wohl vergessen, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahre ich jetzt da hoch. Und hier gab es Windradtransporte. Ich sehe nichts. Irgendwas hat geknallt eben. Ich weiß nicht. ja, alle, dann fahren wir halt da hoch.
Mal gucken, wo alles steht. Weiß ja nicht, wo man die Planierraupe und die Walse. Also das letzte Mal, als ich die hergefahren habe, war die für das Parkhaus. Ich vermute, es wird jetzt da vorne dran sein, weil da ja auch noch ein Parkhaus gebaut wird. Hier los, alles ruhig. Achso, die Parkplätze gesperrt. Die Stricher sind hier. Die Stricher sind hier und machen neue Striche, okay. Halt rein und fahr mit dem. Machst du frei? Jawohl. Hey, klappt doch. Geh davon aus, dass das jetzt das Werkzeug jetzt hier vorne steht. Vielleicht täusche ich mich aber auch. So, hier sehe ich nichts. Ich hätte jetzt gedacht, hier vorne wird geschoben oder wurde geschoben. Aber so der Deckel. Ach du Schande. Steht wieder Wasser. Ohne Ende. Also hier vorne sehe ich mal gar nichts. Hier vorne steht Bagger 330. Doch, okay, Walse steht da hier irgendwo die Raube. Also Walse und Bagger sehe ich. In 16 sehe ich keine. Das ist die kleine Walse. Der seitlich laden. Ne? So, wo könnte die Planierraube stehen? Dahinter vielleicht. Ja, natürlich steht sie dort drin. Da, wo die ganzen Autos stehen. Ach, reicht. Komm ich rein. Mir reicht es. So, hänge ich hier vorne ab. Oder hänge ich da hinten ab? Ich glaube, ich hänge da hinten ab. Ich habe jetzt nur geladen. Jetzt fahre ich raus und mache draußen fest. Thank you.
Also 5:05 bin auf dem Weg in die Vogelweh, in die Pula, oder auf die Vogelweh, die Pulaski-Waage. Ja. Ein Ausweis überhaupt dabei, ich hoffe doch. Was ich noch hoffe, ist, dass das Tor offen ist. Ja. Ich hoffe ja nicht, dass es, da, dass es hier drin in der Kaserne, dass da zu viel los ist. Jetzt alle Feierabend machen und shoppen gehen oder so, aber es sieht glaube ich gut aus. Natürlich voll ins Rotblinkerland. Alles nur Spaß. Geht von aus, das Tor ist zu. Soll ich hier die Teleskopbühne? Nehme ich dann mit.
mit nach Hause, die bleibt auf dem Tieflader und die geht dann Montagmorgen nach Dudenhofen, Speyer-Dudenhofen, da die Kante. Genaue Adresse habe ich keine. Nichts Genaues weiß er nicht. So.
Ja, also Hebebühne. Ich bin nach Hause. Bleibt auf dem Tieflade. Ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen Fahrzeug putze heute Abend. Wenn es jetzt noch mal einen Schutt Regen gibt, wird es Sinn machen, weil dann ist er halt nass. Dann ist er vorgewischt. Ja, dann. Fuck. Das Heck und Bremse eh nicht mehr gereicht. Das habt ihr gar nicht mehr gesehen. Zum Bremse eh nicht mehr gereicht, hätte ich mit auf die Kreuzung gestanden. Alles gut. Sie ist gerade, wie ich der Ampel durch bin, ist sie gerade umgesprungen auf Rot. Ja, passiert manchmal. Ich schweife schon wieder ab, ne? Du der Keil. Ah ja, machen wir es kurz und bündig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr noch dabei seid. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Die Kommentare, ich freue mich immer riesig über jeden Kommentar. Ich lese auch alle wirklich. Ja, komme aufs Handy, bekomme ich eine Nachricht. Ich komme einfach nicht dazu, die Dinge zu beantworten. Vielleicht habe ich jetzt am Wochenende mal Zeit, aber es ist Katastrophe. Ich bin jetzt am Wochenende, ich werde nicht viel Zeit haben. Wieder auf Vorbereitungen treffen. Am 9.10., also quasi nächstes Wochenende, ist Rhein in Flammen. Da werde ich mit meinem Wohnwagen auf dem Campingplatz sein. In Koblenz. Ich werde mir das Spektakel angucken vom Rheinufer aus. Und letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, das war richtig cool. Gucken, ob wir das jetzt öfter machen können. Egal, ich schweife schon wieder ab. Also, guckt, dass ich die Kommentare endlich mal beantwortet krieg. Bestimmt schon 10 Folgen oder noch mehr, wo ich keine Kommentare beantwortet habe. Wie gesagt, immer schön fleißig kommentieren. Ich werde irgendwann ergibt sich die Zeit, wo ich die dann beantworten werde. Sorry nochmal dafür. Keine Absicht oder so. Ich finde einfach nicht die Zeit dazu. Voll im Stress der Kerl. Nee, Stress nicht, aber halt immer was zu tun. Und wenn ich mal nichts zu tun habe, dann bin ich halt auch mal der Faule. Also, jetzt bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, Spaß, Kamera bleibt stehen. Haut rein, bis dann. Tschüss.